Was geht ab, liebe Freunde? Kommen wir wieder zu einem neuen Video. Neue Message, wichtige Message. Ihr kennt alle diese Momente, in denen wir gar keinen Bock haben. Überhaupt zero Bock haben, irgendetwas zu machen. Beispielsweise jetzt, erstes Beispiel, ins Sport gehen. Ja, du hast heute, du bist komplett demotiviert. Du hast keine Motivation. Du weißt gar nicht, ah, soll ich jetzt gehen, soll ich nicht gehen. Du bist die ganze Zeit am Grübeln. Ah, eigentlich müsste ich gehen, aber ey, ich habe überhaupt gar keinen Bock, ja. Gerade als Mann, essentiell, ist es wichtig, auch Dinge zu tun, auf die du keinen Bock hast. Das heißt, du musst ins Sport gehen, auch wenn du keinen Bock hast. Das nennt man Disziplin, die du haben musst. Du musst diszipliniert sein. Die meisten Männer heutzutage sind einfach nicht mehr diszipliniert. Das ist ihr fucking Problem. Deswegen kommen sie nie voran. Die gehen nach Motivation. Oh ja, heute bin ich voll motiviert. Heute gehe ich ins Training und stemme das Gewicht. Ja. Dann auf einmal nächster Tag, boom, switch. Gar keinen Bock. Ich bin voll demotiviert. Ich brauche erstmal 10 Red Bull. Ich brauche erstmal 100 Motivationsvideos. Dann ist der Tag schon halb rum und dann eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr. Ja, hast Zeit verschwendet. Hast Zeit verschwendet. Ich weiß ganz genau, wie es ist, denn ich kämpfe selbst auch damit. Aber der Unterschied ist, jedes Mal, wenn ich keinen Bock habe, gehe ich trotzdem hin und mache wenigstens das Minimum. Auch das Mindeste, das du tust, kann sehr entscheidend sein. Auch ganz kleine Steps machen sehr viel aus. Manchmal bringt auch der geringste Einsatz etwas. Das ist ein schönes Thema, ist ein wichtiges Thema, ist ein reales Thema. Du denkst dir vielleicht, ach, wenn ich heute ja nicht ins Sport gehe, ist ja nicht so schlimm. Ja, was ist dann morgen? Denkst du dann genauso wieder? Ja, wenn ich heute ja wieder nicht gehe, ist ja nicht schlimm. Dann auf einmal gehst du eine ganze Woche nicht. Dann gehst du einen Monat wieder nicht. Dann gehst du gar nicht mehr, ja. Es macht sehr viel aus. Es macht sehr viel aus. Nur beispielsweise, ja. Das ist jetzt das erste Beispiel. So, der geringste Einsatz bringt meistens schon sehr viel. Das heißt, du hast jetzt keinen Bock ins Gym zu gehen, machst jetzt einfach mal 100 Push-Ups. Ja? Geringster Einsatz, wenigstens sowas. Für alle, die sagen, ja, der Tag hat aber auch nur 24 Stunden und bla 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 bla. Ja? Aber hierher zu kommen, deinen Hasskommentar zu schreiben, dafür hast du Zeit. Hierher zu kommen und irgendwie zu sagen, warum du es nicht durchziehen kannst, dafür hast du Zeit. Anstatt die Message aufzunehmen, das Beste daraus zu machen und wenigstens das Minimum zu machen. Du musst nicht nächster Hulk Hogan sein, ja, oder keine Ahnung, Dwayne The Rock Johnson, ja. Musst du nicht. Nein, aber einfach mal Minimum machen. Ein paar Push-Ups, ein paar Sit-Ups, ja, ein paar Klimmzüge, wenn du kannst, irgendwo an einem Rahmen dich festhalten, Klimmzüge machen, ja. Minimum. Ein paar Ausfallschritte, ein paar Kniebeuge, auch ohne Gewicht, scheiß drauf. Mach mit Körpergewicht, mach Calisthenics. Wenn du kannst, geh ins Fitnessstudio. Geh auch mal für eine fucking halbe Stunde dahin. Sonst, du machst immer so eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden manchmal, vielleicht sogar drei Stunden manchmal Training, wenn du richtig motiviert bist, du ziehst richtig durch. Muss ja nicht sein. Eine Stunde reicht vollkommen. Manchmal sogar 45 Minuten, manchmal eine anderthalbe Stunde, kommt drauf an, was für ein Training, was für ein Pensum, ja. Deswegen, manchmal, wenn du gar keinen Bock hast, ist es auch gut, einfach mal nur für eine halbe Stunde hinzugehen. Dann ziehst du einfach mal schneller durch. Du sagst, ey, ich gehe jetzt rein, raus, fertig. Wie oft gehe ich so ins Fitnessstudio? Letzte Zeit, deswegen mache ich jetzt dieses Video, weil es passt einfach in meine Zeit. Vielleicht passt es jetzt auch genau zu dir, hoffe ich mal. Letztens, ich hatte die letzten Wochen überhaupt gar keinen Bock zu trainieren. Hab gerade so das Minimum gemacht. Auch meine Morgenroutine. Nächstes Beispiel, du hast vielleicht eine Morgenroutine. Ja, meine ist dann so, beispielsweise, ich stehe dann morgens auf,
mach eine Stunde dehnen, ja, meditiere dann 10 Minuten oder 10 Minuten meditieren, eine Stunde dehnen, paar Seiten in einem Buch lesen, habe ich vor einigen Monaten noch gemacht, ja. Und jetzt mache ich einfach das Minimum. Stehe mich dann nicht mehr am Tag eine Stunde, stehe mich dann 10 Minuten, Viertelstunde, ja. Jedes Mal nach dem Training. Mache das Minimum, mache wenigstens das, weil das mir meinem Körper schon sehr viel bringt. Würde ich jetzt sagen, ja, scheiß drauf, scheiß auf den, ja. Ich mache jetzt nur das Training, ich habe gar keinen Bock zu trainieren, ich gehe jetzt hin, eine halbe Stunde, ich trainiere nur wie ein Wahnsinniger ganz schnell, ja, und scheiß auf den. Ist auch nicht gut. Ist auch nicht gut. Dehnung ist sehr wichtig. Auch wenn du nicht super sportlich aktiv bist, Dehnung ist trotzdem wichtig. Für jedermann. Glaub mir, ganz ehrlich. Es ist nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwann in ein Alter kommt und man ist komplett ungelenkig, unbeweglich. Die Muskeln, die Knochen machen alle Probleme, dies, das, ja. Wenn du dich schon in jungen Jahren gut dehnst, kannst du das Ganze so ein bisschen vorbeugen. Ist gesünder, auf jeden Fall. Und ich weiß, dass deswegen habe ich halt diese Morgenroutine. Kann bei dir ja was komplett anderes sein, ja. Deine Morgenroutine, keine Ahnung. Du gehst jetzt hin, arbeitest dann erstmal, keine Ahnung, wie viele Stunden, ja. Dann machst du dies, dann machst du das. Was weiß ich, habe keine Beispiele. Aber das ist auch so ein Ding. Ich habe in letzter Zeit einfach keinen Push mehr gehabt. Ja, so keine Motivation. Aber dann trotzdem, trotz alledem, wenn ich auch keine Motivation habe, mache ich trotzdem das Mindeste. Trotzdem das Mindeste, was ich tun muss. Wenigstens das. Denn manchmal sind es gerade die geringen Dinge, die wir tun, die trotzdem eine massive Veränderung für deine Zukunft schaffen. Du denkst jetzt, ach, dieses Dehnen ist jetzt unnötig, beispielsweise, ja. Und auf einmal in der Zukunft verletzt du dich dann nur noch, weil du ungedehnt bist, weil deine Muskeln nicht so flexibel sind, weil deine Bänder nicht so flexibel sind. Auf einmal, du machst irgendeine Bewegung, zack, renkst dir irgendwas aus, verletzt dich irgendwie, was auch immer, ja. Weil du einfach nicht beweglich genug bist. Aber da du es vorgebeugt hast, hast jetzt jedes Mal nach dem Training oder jeden Tag dehnst du dich jetzt 10 Minuten mindestens, eine Viertelstunde so irgendwas, ja, beugst das Ganze vor. Dein Körper ist flexibler. Dein Körper dankt es dir. Und du hast nur das Mindeste gemacht. Du hast nicht eine Stunde jetzt gedehnt, ja, was das Beste wäre. Machst das Mindeste. Hast trotzdem einen guten Körper, ja. Du gehst nicht jeden Tag eine Stunde ins Training, anderthalb Stunden ins Training, 2 Stunden. Du gehst jeden Tag eine halbe Stunde ins Training. Machst das Minimum. Trotzdem, in der Zukunft wird es dir dein Körper danken, weil du trotzdem an dir gearbeitet hast. Es macht sehr viel aus. Und für alle die jetzt sagen, ja, aber für eine halbe Stunde ins Training zu fahren, das macht ja gar keinen Sinn. Dann bezahlt man ja mehr Sprit, als dass man Sport machen kann. Ja, okay. Finde alle Ausreden, die du finden willst. Entweder du hast Gründe oder du hast Ausreden. Dann denkt ihr halt einfach, okay, gut, dann darf ich jetzt halt nicht nur eine halbe Stunde da sein, dann muss ich halt eine Stunde da bleiben, damit es sich lohnt. Vielleicht, wenn du hingehst, erstmal eine halbe Stunde da ballerst, hast du vielleicht mal Bock, eine Stunde durchzuziehen. Weil das passiert mir auch oftmals, wo ich ins Training fahre, sage, ich habe gar keinen Bock und ziehe dann im Endeffekt trotzdem noch mehr durch, als ich gedacht habe. Weil ich dann erstmal dort bin und dann mich dort die Motivation packt. Deswegen mach auch mal das Geringste. Auch die Baby Steps führen dich zum Erfolg. Du musst nicht jeden Tag Riesenschritte machen, ja, um an dein Ziel zu gelangen. Es reicht auch, wenn du ein paar Baby-Steps machst jeden Tag. Hauptsache, du läufst nach vorne und bleibst nicht stehen und stagnierst nicht. Hauptsache das. Hauptsache das. Ich habe jetzt ein paar persönliche Beispiele gemacht, weil, wie gesagt, es war jetzt in letzter Zeit bei mir auch so. Ich bin nicht perfekt und ich gebe hier nicht vor, perfekt zu sein. Nur solche Dinge inspirieren mich dann, solche Videos zu machen. Wenn ich selbst durch solche Phasen gehe in meinem Leben, wenn ich mal selbst keine Motivation habe und muss mich zwingen schon. Du musst dich manchmal zwingen, Dinge zu tun. Denn wenn du es nicht tust, sehr schnell wirst du faul. Und der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Wir gewöhnen uns sehr schnell daran,
faul zu sein. Wenn wir erstmal komfortabel sind, so, ja, okay, ja, ich kann jetzt auch Training skippen. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit mich gesund ernähren. So, auch gesunde Ernährung, auch so ein Punkt, ja. Du musst nicht ständig hundertprozentig dich gesund ernähren, aber wenigstens mal ein bisschen, mal einen Apfel, mal eine Banane, mal eine Birne, mal ein paar Eier anstatt einen Burger. Ja, mal, keine Ahnung, ein bisschen Fisch anstatt ein Schnitzel oder sonst irgendwas, ja. Beispielsweise. Ja, ein paar Früchte, ein bisschen Gemüse anstatt die ganze Zeit nur Junkfood und Snickers und was weiß ich alles und Schokolade. Auch die geringsten Dinge bringen dir etwas. Auch wenn du dann denkst, oh ja, ich habe jetzt den ganzen Tag gecheatet, jetzt kann ich weiter cheaten. Nein. Du hast jetzt mal dir, keine Ahnung, McDonald's gegönnt oder sonst irgendwas, jetzt gehst du trotzdem den Rest des Tages hin. Würde ich dir jetzt nicht empfehlen, ja. Sagen wir jetzt als einfach mal so, ich war jetzt schon ewig nicht mehr in so Restaurants, ja, wenn man das überhaupt Restaurant nennen kann. So, warst jetzt da in McDonald's, ja. Hast du jetzt da ein fettes Menü gegönnt und jetzt sagst du, okay, alles klar, Rest des Tages esse ich jetzt trotzdem gesund. Gehst jetzt nach Hause, isst dein Obst, dein Gemüse, ja, deine Eier, dein Fisch, ja, was weiß ich, gesundes Fleisch, je nachdem, ja, ist jeder so, wie er will, dein Brokkoli. So, und esst trotzdem dann den Rest des Tages gesund. Das ist das Minimum. Dass du nicht die ganze Zeit am Chips fressen bist, Scheiße reinstopfen bist, ja, am Scheiße reinstopfen bist, dass du auch mal, okay, ja, ich habe jetzt mal eine Tüte Chips gefressen, jetzt gehe ich aber trotzdem hin, den Rest des Tages ernähre ich mich wenigstens mal ein bisschen gesund. Trink mal einen O-Saft anstatt eine Cola, trink mal einen Smoothie anstatt, keine Ahnung, die ganze Zeit nur irgendwelchen Sirup und was weiß ich alles für einen Scheiß, ja, irgendwelche zuckerhaltigen Getränke. Trinkst einen Smoothie. Beispielsweise. Machst dir selbst so einen Scheiß. Holst ein paar Orangen, Bananen, Äpfel, Birnen, Trauben, was weiß ich alles für einen Scheiß, ja, Zitrone, Limette, was auch immer du da reinpacken willst, Gurken. Keine Ahnung, pack da rein, was du reinpacken willst, was dir schmeckt. Rühr die Scheiße um und trink den Kack. Ganz ehrlich. Wie schwer kann es sein, das Mindeste zu tun? Auch nur das Mindeste. Dein Körper wird es dir danken, dass du jeden Tag wenigstens mal oder fünfmal die Woche wenigstens mal hingehst und für eine halbe Stunde dich bewegst. Du musst auch nicht, wie gesagt, ins Gym. Du kannst ein Homeworkout machen. Du kannst laufen gehen. Du kannst spazieren gehen. Du kannst Fahrrad fahren. Du kannst irgendwie wandern gehen. Ja? In die Berge wandern für eine halbe Stunde. Was weiß ich. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten. Sich wenigstens mal ein bisschen gesund ernähren. Wenigstens mal ein bisschen recherchieren. Bisschen schlauer werden. Irgendwas lesen. Interessantes Video sehen. Eine Dokumentation, von der du lernen kannst. Und nicht die ganze Zeit nur auf Social Media scrollen. Beispielsweise die geringsten Dinge. Anstatt 8 Stunden am Tag auf Instagram zu sein, bist du mal. Keine Ahnung, 1, 2, 3 Stunden oder einfach nur eine halbe Stunde irgendwo und recherchierst irgendetwas, lernst irgendetwas, wenigstens mal das. So fängt alles an, mit kleinen Steps. Fängst an, okay, ja, jetzt mache ich eine halbe Stunde, recherchiere ich das. Dann gehe ich hin, mache eine halbe Stunde Sport. Dann gehe ich hin, ernähre mich teilweise mal ein bisschen gesünder. Und wenn du mal das Gefühl gespürt hast, so, ey, wie geil das ist, wie gut du dich fühlst, wenn du diese Dinge tust, wird es mehr und mehr und mehr vielleicht. Und auf einmal ernährst du dich dann komplett gesund. Oder nahezu, ja, keiner ist perfekt. Dann auf einmal machst du ein bisschen länger Sport. Auf einmal kümmerst du dich mehr um dein Business. Recherchierst du mehr. Lernst du mehr. Und so wird das Ganze immer mehr. Manchmal musst du dich einfach mit Baby Steps dran gewöhnen. Mit kleinen Steps, weil viele, wenn sie dann mal was Neues starten, gehen sie direkt hin und machen 100%, ja, wundern sich dann, dass sie dann nach ein paar Tagen keinen Bock mehr haben, weil es einfach zu schwer ist. Manchmal musst du einfach mal ganz klein anfangen, ganz klein anfangen, ganz kleine Steps und dich ranarbeiten, zack, 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 zack. Irgendwann können die Steps ein bisschen größer werden, aber nicht direkt schon einen Elefantenstep machen, ja, und dann verlangen, dass du jeden Tag so arbeiten kannst. Ich kann auch nicht jeden Tag ins Sport gehen und 150% geben. Es gibt halt Tage, da kann ich nur 50% geben und es gibt Tage, da kann ich 100% geben.
Und dann gibt es Tage, ich raste aus und gebe auf einmal 1000% und dann drehe vollkommen am Rad. Aber du musst dich immer anpassen an die Tage. Wie fühle ich mich heute? Kann ich Vollgas geben? Muss ich mich ein bisschen schonen? Ja? Habe ich Bock? Habe ich keinen Bock? Und dann musst du halt deinen Weg wählen. Okay, ich habe heute absolut keinen Bock, trotzdem, ich gehe hin und mache das Minimum. Okay, ich habe gar keine Motivation, trotzdem, ich gehe hin und mache das Minimum. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen vom Weg abgekommen. Muss mich wieder ein bisschen so einklinken, ja. Okay, ich mache jetzt nochmal ein paar Baby-Steps. So, ich, keine Ahnung, bin jetzt kurz vom Weg abgekommen, habe mich ablenken lassen, war ein bisschen zu viel feiern oder sonst irgendwas, habe zu viel Geld ausgegeben oder sonst irgendwas. Du findest dann wieder die Spur, gehst mit Baby-Steps dann wieder ran, ja, ernährst dich dann wieder etwas gesünder, machst wieder ein bisschen Sport, bewegst dich ein bisschen. Educatest dich ein bisschen, also lernst wieder ein bisschen was, ja? Baby Steps. Wie gesagt, die geringsten Dinge bringen oftmals trotzdem sehr, sehr viel. Oft, sehr, immer, immer, eigentlich immer. Auch wenn du denkst, ah ja, komm, ist ja unnötig. Ist doch unnötig. Kann es auch sein lassen. Macht jetzt eh nichts, ja? Wofür soll ich mich jetzt 10 Minuten dehnen? Mach das mal ein paar Tage hintereinander. Für alle die, die sich jeden Tag dehnen, ja, weil sie Sport treiben oder sonst irgendwas und sich dann mal ein paar Tage nicht dehnen. Ihr könnt mich verstehen, ihr wisst ganz genau, wie nervig das dann ist, wenn auf einmal wieder alles gergst und knackst, weil man sich einfach nicht dehnt und weil man dann nochmal so schnell ungelenkig wird. Ist jetzt nicht so krass, dass das alles nochmal direkt zurückgeht, aber man merkt auf jeden Fall einen klaren Unterschied, wenn man sich mal ein paar Monate durchgängig gedehnt hat, ja, alle 2 Tage oder sowas, dehnst du dich für 10 Minuten, eine Viertelstunde, merkst, du bist geschmeidiger und auf einmal abrupt, du hörst auf damit, machst eine Woche gar nichts und auf einmal merkst du dann, wenn du wieder einsteigst, dass du wieder einiges aufbauen musst. Deswegen bleib beständig, auch wenn es dann nur das Geringste ist. Nur das Geringste, nur mal 10 Minuten. Eine ganze Zeit hast du dich eine Stunde gedehnt, halbe Stunde gedehnt, nur ein Beispiel, ja. Deswegen, wenn es andere Dinge in eurem Leben sind, dann denkt einfach um. Ja? Hast dich die ganze Zeit eine halbe Stunde gedehnt, 20 Minuten gedehnt, jetzt machst du einfach nur noch 10 Minuten, weil du nicht mehr so motiviert bist. Ist okay. Man muss nicht immer Vollgas geben. Aber wenigstens mal das Minimum geben. Das wird verlangt. Dass du wenigstens mal dein Mindestes gibst. Das Allermindeste. Minimum. Manchmal müssen wir nach dem Minimalprinzip geben. Geben das Minimalste und kriegen dann so viel, wie wir kriegen halt daraus. Manchmal gehen wir nach dem Maximalprinzip, ja, gibt immer dieses Minimal- und Maximalprinzip. Und wir geben Vollgas, ja, und bekommen dann halt noch mehr Erfolg. Wird dann halt schneller sein. Okay. Und manchmal kannst du einfach nicht so viel Gas geben. Musst dich selbst auch mal ein bisschen bremsen. Ist okay, ist auch mal gesund. Sich auch mal gesund zu bremsen und nicht selbst auszubremsen. Das dürft ihr jetzt auch nicht falsch verstehen, dass ihr dann sagt, ah, okay, ich darf mich bremsen, also kann ich jetzt, immer wenn ich keinen Bock habe, bremse ich mich selbst aus. Nein, nein. Aber wenn du dich mal nicht gut fühlst, beispielsweise, ja, und du willst jetzt trotzdem Vollgas geben, sagst du mal, okay, ey, warte mal, es gibt immer noch den Tag morgen, ich brauche morgen auch noch Energie. Wenn ich habe mich jetzt schon gestern und vorgestern sowas von ausgepowert, ich kann nicht heute noch mich auch noch auspowern, dann habe ich morgen überhaupt gar keinen Bock mehr, kann ich gar nichts morgen machen. Mache ich heute einfach mal das Mindeste. Gebe ich mal ein bisschen weniger Gas. Ist okay. Ist kein Beinbruch. Aber trotzdem machst du was. Das ist der Unterschied zwischen einem Macher und einem Schwätzer. Der Macher geht hin, auch wenn er keinen Bock hat, und macht trotzdem das, was er tun muss, das Mindeste. Der Schwätzer geht hin und sagt, ja, warum soll ich das tun? Ja, ist doch viel zu wenig. Dann warte ich lieber darauf, wenn ich wieder richtig Bock habe, dann kann ich wieder Vollgas geben. So denkt halt ein verblendeter Mensch, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, ich will jetzt nicht irgendwie jemanden beleidigen, aber es ist ein dummes Denken, ja. Sorry, aber es ist ein dummes Denken. Aber warum soll ich das machen? Eine halbe Stunde in Sport gehen, ist doch unnötig. Dann warte ich lieber auf morgen, wenn ich wieder mich richtig gut fühle. Und dann kann ich für eine Stunde gehen. Ja, was ist, wenn du dich morgen nicht gut fühlst? Mach heute zu deinem Bett.
Mach den Tag heute zu deinem besten Tag. Mach das Beste aus jedem Tag, anstatt auf morgen zu warten. Oh ja, morgen kann ich ja mehr Gas geben. Morgen fühle ich mich ja besser. Ist auch eine Lüge. Was ist, wenn du morgen aufstehst und trotzdem Muskelkater hast, trotzdem im Arsch bist, trotzdem keinen Bock hast, trotzdem keine Disziplin hast, ja? Da hat dir diese Ruhephase gestern auch nichts gebracht. Deswegen, manchmal musst du dir in den Arsch kicken und sagen, okay, gut, ey, ich habe jetzt zwar gar keine Lust, überhaupt gar keine Lust, jetzt aber trotzdem hin und mache das, was ich tun muss. Einfach nur die geringsten Dinge. Was das Magische dann ist, was dadurch passiert, ist, dass du Disziplin dir aufbaust. Dass dein Körper auch mal lernt, auch mit solchen Situationen umzugehen. Wenn du gar keinen Bock auf etwas hast und du ziehst es trotzdem durch, triggerst du deinen eigenen Körper darauf, trotzdem durchzuziehen, auch wenn er erschöpft ist, auch wenn er keine Lust hat, auch wenn er gebremst werden will, auch wenn dein Körper dir sagt, ah, komm, mach doch jetzt mal eine Pause. Chill doch jetzt mal. Ja, es sind manchmal einfach nur mentale Blockaden. Manchmal ist es einfach nur dein Kopf. Du denkst nur, du bist so im Arsch. Aber dann gehst du mal hin, für alle, die das mal erlebt haben, dann gehst du mal hin und merkst, oh, es war doch noch ein bisschen Energie in mir. Das hättest du aber nie herausgefunden, wenn du geskippt hättest, wenn du es nicht getan hättest. Deswegen erforscht euch selbst. Erforscht euch selbst. Lernt eure tatsächlichen Grenzen kennen. Und nicht diese Grenzen, die ihr euch selbst gibt. Diese, oh ja, ich bin erschöpft. Das ist eine eigene Grenze. Aber wenn du dann trotzdem hingehst und erkennst dann erstmal, okay, wie erschöpft bin ich? Ich gehe jetzt trotzdem mal hin, mache jetzt trotzdem das Ding. Ja, auch wenn ich denke, ich bin erschöpft. Jetzt gehe ich hin und merke, oh, ich bin gar nicht so erschöpft. Ich habe nur gedacht, ich wäre erschöpft. Deswegen erforscht und erkundet euch mal selbst. Oftmals spielt dein Verstand dir auch einfach nur einen Streich. Dein Körper dir einfach nur einen Streich. Deswegen lernt euch selbst zu kontrollieren. Eure Gedanken, eure Emotionen, all das. Weil das sind auch solche Faktoren. Gedanken und Emotionen. Emotionen von wegen, oh, ich habe ja gar keine Lust und oh, das ist ja voll schwierig jetzt, ist ja voll hart jetzt, ja, ja, sind auch Gedanken natürlich, aber sind auch immer so Emotionen damit verbunden, so Schmerz und Überwindungskraft und was weiß ich alles, ja, so, das sind auch immer Emotionen, so, oh, heute wieder ins Training, oh, Muskelkater, oh, dies, das, ja, erfordert sehr viel Überwindungskraft. Auch mal Dinge zu tun, die du nicht so gerne tust, ja, an Tagen, wo du einfach gar keine Lust hast, erfordert sehr viel Disziplin. Deswegen, ich sage euch das nur, damit ihr diszipliniert werdet, denn wie ihr diese Sache meistert, so meistert ihr auch vieles anderes in eurem Leben. Wenn ihr jetzt hingeht und tut trotzdem die Dinge, auch wenn ihr denkt, ihr seid erschöpft und ihr tut es trotzdem, auch wenn ihr keinen Bock habt, und tut es trotzdem. Auch wenn ihr total am Arsch seid und tut es trotzdem, dann bekommt ihr Disziplin. Und mit dieser Disziplin könnt ihr alles meistern. Könnt ihr ein Business anfangen, gebt damit nicht auf. Denn wenn ihr ja schon mit euch selbst aufgibt, das sage ich jetzt zum Schluss, wenn ihr etwas anfängt und gebt dann direkt wieder auf, weil es zu schwer ist oder weil ihr erschöpft seid oder weil ihr keine Lust habt oder weil ihr nicht motiviert seid, ja, dann wird nie etwas in eurem Leben etwas werden, wenn ihr nur danach geht. Niemals. Ich hoffe, es hat eingeleuchtet. Ich weiß ganz genau, dass es Sinn ergeben hat. Und vielleicht passt dieses Video jetzt nicht zu jedem und zu allem. Aber dennoch gibt es bestimmt einige Auserwählte unter euch, die dieses Video jetzt gebraucht haben. Und ich hoffe, ihr hat das jetzt sehr, sehr viel die Augen auch geöffnet und sehr viel eingeleuchtet. Ja. Deswegen, überwindet eure eigenen Blockaden. Lernt euch selbst kennen. Wächst über eure Grenzen hinaus. Das so zu diesem Thema. Oftmals gibt man sich selbst irgendwelche Grenzen, die eigentlich nicht existieren. Diese Grenzen musst du durchbrechen, musst du bezwingen,
musst du besiegen, auch deine eigenen Grenzen. Wenn du dich selbst eingrenzt und sagst, ah, ich kann ja nicht das, ich kann ja nicht dies, das sind eigene Barrieren, eigene Grenzen, die du bezwingen musst. Die du bezwingen musst, definitiv. Es ist alles Mindset, es ist alles eine Kopfsache. Wie sehr willst du es? Deswegen, zieht jetzt euer Ding durch. Lasst euch nicht mehr aufhalten. Geht auch mal diese Baby Steps. Tut auch mal das Allergeringste. Ihr müsst nicht ständig Vollgas geben. Das geht auch gar nicht. Manchmal muss man halt mit halber Flamme rangehen. Kann ich Vollgas geben? Ist okay. Hauptsache, du machst es. Das ist die Hauptsache. Wie du an dein Ziel kommst, wie schnell, wie viele Steps du nimmst, das ist scheißegal. Die Hauptsache ist, dass du an dein Ziel ankommst. Du wirst nur ankommen, wenn du beständig dran bleibst. An dieser Karriere. Ja? Ich habe jetzt, denke ich, mehr als genug gesagt. Ja? Ich wollte es eigentlich kürzer machen, aber sind für mich persönlich immer sehr, sehr wichtige Videos. Sind halt Motivationsvideos, sind halt reale Videos. Ich finde diese Videos halt einfach, deswegen habe ich meinen Kanal gestartet. Weil ich diese Art von Videos machen wollte. Einfach Real Talk und jemanden motivieren, jemanden die Augen öffnen, jemanden zum Nachdenken bringen. Darum geht es mir, dass du dich mal selbst erkennst. Okay, gut, es gibt halt Dinge, die muss ich bezwingen, ja. Und meistens ist es das eigene Ego, die eigenen Blockaden, die eigenen negativen Glaubenssätze. Beispielsweise auch negativer Glaubenssatz, oh, ich kann ja nicht jeden Tag das und das tun, ja. Keine Ahnung, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber damit beende ich jetzt wirklich das Video. Ich kann ja jetzt nicht jeden Tag jetzt das und das tun, weil das ist ja voll egoistisch oder keine Ahnung, oder dann bin ich zu wenig für andere da. Das ist ein negativer Glaubenssatz. Du musst einen gesunden Egoismus haben. Du musst in erster Stelle, in erster Linie muss dein Business sein, muss dein Leben sein. Deswegen, wenn du dann die ganze Zeit nur denkst, oh, ich muss auch mal mir Zeit für andere Menschen nehmen, ist okay, es ist auch wichtig, sich Zeit für andere Menschen zu nehmen. Aber das sollte nicht an erster Stelle sein. An erster Stelle kommt dein Leben, dein Vorhaben. Deine Ziele, deine Träume, deine Vision kommt immer an erster Stelle. Vielleicht ist das deine Blockade, dass du denkst, dass du zu egoistisch bist, weil du die ganze Zeit dein Ding durchziehst und du bremst dich dadurch selbst. Vielleicht ist das dein Problem. Es kann so vieles sein. Es kann so vieles sein, dass uns dann die Kraft nimmt. Und hier geht es einfach darum, wieder Kraft zu bekommen. Und die bekommst du nur, wenn du einfach durchziehst. Wenn du die ganze Zeit dich auf die faule Haut schmeißt und sagst, ja komm, scheiß auf Training heute, scheiß auf gesunde Ernährung, scheiß auf Disziplin, ja, ich kann es ja auch immer noch morgen tun, ich habe heute keine Motivation, ich warte wieder, bis Motivation kommt. So wirst du niemals etwas. Niemals. Niemals. Deswegen schaff dir diese negative Denkweise aus dem Kopf. Ja, deswegen gewöhn dich nicht daran, faul zu sein, gewöhn dich daran, aktiv zu sein. Auch wenn es dann mal schmerzt, auch wenn es dann mal ein bisschen Leid ist und du ein bisschen leiden musst, auch wenn es dann mal unangenehm ist, auch wenn es dann mal keinen Bock macht, auch wenn es dann mal eine Überwindung kostet, bezahl diesen Preis und gewinne Disziplin. Peace out, das war's jetzt wirklich.